Die vier Blöcke waren bereichernd für mich. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe die ganze NLP-Welt neu entdecken dürfen. Ich kann jetzt schon sagen, es hat mein Leben positiv verändert. Ich habe mich verändert. Es ist der Wahnsinn, was alles passiert ist. Und ich muss das, glaube ich, auch alles noch einmal nachwirken lassen. Ich freue mich, im Practitioner weitermachen zu können. Die Psychografie fand ich super. Die ganzen Coaching-Übungen. Ihr wart alle wundervoll. Und auch die Lerngruppen zwischendurch haben mit euch so großen Spaß gemacht. Ralf, ganz lieben Dank an dich. Du hast es großartig gemacht. Die Assistenten dazu. Also ja, vielen, vielen Dank. Es war großartig. Für mich war der Außenlautsprecher auch wirklich ein totales Highlight, dass ich wirklich meine Gedanken klarlegen darf und dass es auch erwünscht ist und auch durchaus zielführend. Das hat mich unheimlich gelassen gemacht, sagen wir mal. Und ich fand für mich persönlich in dieser ganzen Ausbildung diese Runde, die ich gedreht habe, diese Schleife, bin ein sehr intuitiver Mensch und ich hatte die irgendwo auf dem Weg verloren, meine eigene Intuition, oder war so kurz davor, weil ich dachte, ich muss mich an irgendwelche Regeln an Vorschläge halten. Und dass ich die jetzt so gerade im letzten Block nochmal so richtig wiedergewonnen hatte und mit einbauen konnte, das ist jetzt so stimmig geworden, die ganze Sache ist so rund und ich habe nicht mal den Practitioner und freue mich wahnsinnig darauf, als Puzzlestück, der jetzt diese Ausbildung noch mal ein Stück weit komplettieren wird. Und ja, also wirklich danke dafür, für diese tolle Runde Ausbildung. Und genau, ich könnte noch tausend andere Sachen sagen, viele sind schon gesagt. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mich getraut habe, das jetzt so als erstes zu machen, vor Practitioner und allem anderen. Und ich denke, ich habe auch wahnsinnig viel mitgenommen. Und ich finde die Gruppe ganz toll. Und ich freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben und gemeinsam ab und zu Karussell fahren und ich euch vielleicht irgendwo wiedersehe. Was ich mitgenommen habe aus dieser Ausbildung ist die innere Haltung als Coach. Und da fand ich wirklich am bahnbrechendsten für mich das Offenlegen des inneren Dialogs, den Außenlautsprecher, weil es mich sozusagen befreit und ehrlich ist und auch eine gewisse Klarheit schafft. Also indem ich sozusagen mich ausdrücke und das einfach so innere Gedanken offenlege, hat es total irgendwie was mit den Coachings und es hat immer dann gut geklappt. Und das Zweite ist auch das Problem als Kompetenz anzusehen. Es ist auch eine schöne Haltung, weil wenn ich das sozusagen als Glaubenssatz oder Wert, wie auch immer, da habe, fällt es mir dann leichter, die Dinge, die wir vorher gelernt haben, also Spiral Dynamics und Heldenreise und die ganzen NLP-Formate, sind dann leichter zugänglich für mich. Und das fand ich schön. Und ja, vielen Dank an alle für viele Coachings und schöne Stunden und bis bald irgendwann. Ich danke euch auch ganz doll. Ich fand diese Ausbildung ganz großartig. Ich habe beobachtet, wie sich Menschen vor vier Blöcken sozusagen zusammengefunden haben, die manche schon gecoacht haben, manche nicht. Und ich finde, ich habe in den kleinen Gruppen und so weiter, besonders in den Coaching-Karussellen und so weiter, oder auch jetzt gestern in den Abschluss-Coachings, so krasse Veränderungen erlebt und habe gedacht, wow, das haben die alles in einer Ausbildung gelernt. Das ist ja der Wahnsinn, also diese Entwicklung. Und dann habe ich bei mir zurückgeguckt und habe überlegt, was ist eigentlich das, die Essenz, die ich mitgenommen habe. Und ich wollte gerne zum Beginn der Coach-Ausbildung lernen, wie ich ein Thema erkennen kann. Und ich glaube, dieses Thema, ein Thema zu erkennen, ist wirklich riesig groß. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt im Coaching-Karussell und auch in den Abschluss-Coachings und so weiter aufgefallen, dass ich deutlich besser mittlerweile erkenne, wo liegt ein Thema, auf welcher logischen Ebene, in welchem psychografischen Bereich und auch jetzt eben in der Demo nochmal mit dem Modeling, dem Themenmodeling, dass ich immer besser erkenne, wie ist die Struktur eines Themas aufgebaut und ich bekomme immer häufiger Ideen, was könnte ich jetzt sagen, in welche Richtung könnte ich jetzt eine Frage stellen und die funktionieren dann auch häufiger. Also das würde ich sagen, ist mein Hauptunterschied und ich glaube, es hört sich winzig klein an, aber der ist, glaube ich, riesig groß. Und ich würde unglaublich gern nochmal kommen. Und ich habe auch für mich wirklich gemerkt, durch diese mehreren Practitioner-Ausbildungen, die ich gemacht habe, Master, Trainer und jetzt Coach, jedes Mal bin ich besser geworden in diesen Feinheiten, immer noch ein Detail mehr erkennen. Und ich finde das so großartig. Ich freue mich schon auf die nächste Ausbildung.
Und dann ist mir so die Metapher gekommen, ja, wir haben doch bei Ralf irgendwie, haben wir ja auch sowas, irgendwas zu essen bekommen und durften davon kosten und all solche Sachen. Und am Ende haben wir so ein bisschen auch kochen gelernt. Ich meine, komponieren lernen ist eine, ja, aber wir haben so kochen gelernt bei Paul Bocuse des NLP sozusagen halt, ja. Wenn es nächstes Jahr wieder live stattfindet oder auch von mir aus auch online, war ja super jetzt eigentlich, super Online-Kurs, ja. Ich bin als Wiederholer dabei. Und ich glaube, man kann bei dir nichts nicht lernen, ja. Ich bedanke mich erstmal, dass es überhaupt auf Zoom stattgefunden hat, das, was Dan vorhin schon gesagt hat, dass wir die Videos kriegen, um mich selbst nochmal zu reflektieren, die alles nochmal nachzuholen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mal in Gedanken war oder abgeschweift bin, weil ich halt Dinge verarbeitet habe, dass ich Sachen verpasst habe. Aber jetzt mittlerweile habe ich diesen Stress nicht mehr. Ansonsten fand ich immer genial die ABC-Listen, um reinzustarten. Das hat für mich halt auch mal so Ordnung für mich reingebracht. Danke, Ralf. Danke an die Hosts. Danke an alle, mit denen ich geübt habe. Das war eine mega spannende Erfahrung und ich freue mich, dass ich mich weiterentwickeln darf. Ja, für mich war auf jeden Fall am besten oder so aus diesem gesamten Blog, nehme ich als allererstes mal mit meiner eigenen Heldenreise, die ich hier durchlaufen habe, weil es war immer zwischendurch, dass ich total an mir gezweifelt habe, dass ich überfordert war und immer wieder habe ich aber den Loop geschafft, wieder oben anzukommen. Und ich fand auch, dass du ein wundervoller Lernbegleiter warst und auch super präsent warst, was mich total immer wieder beruhigt hat, weil du warst. Also ich habe dich jetzt gar nicht oft angesprochen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich könnte, wenn ich dich jetzt ganz dringend bräuchte. Und das hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben. Also erstmal danke dafür. Auch gleich dann an der Stelle ein großes Danke an die Assistenten. Gerade jetzt in der letzten Zeit, wo ihr auch immer doch in die Gruppen mit reingekommen seid, war das ein absoluter Gewinn, fand ich, weil man nochmal ganz andere Unterstützung dann dadurch erhalten hat. Also vielen Dank dafür. Für mich waren die Highlights auf jeden Fall alle Modelle, die ich mitnehmen darf. Insbesondere, und das ist jetzt für dich nichts Neues, aber für mich auf jeden Fall die logischen Ebenen, die nochmal so anders kennenzulernen. Also gerade mit der Ebene 3, das ist für mich ein großer, großer Gewinn. Also auch dafür danke. Was kann ich noch sagen? Mal gucken, was ich noch aufgeschrieben habe. Achso, und das absolute Highlight, oder was mich nicht, das absolute, eigentlich gibt es so viele Highlights, ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde reden, aber was mich jetzt natürlich auch in Bezug auf gestern nochmal enorm weiterbringt, ist heute die Arbeit mit den Emotionen im Coaching. Also da werde ich auf jeden Fall noch tiefer einsteigen. Und ich finde auch dieses Buffet, was aufgemacht wurde. Ich habe wirklich jetzt 2 Seiten von Links und Notizen und Abenden, die ich mir jetzt nach und nach noch zu Genüge ziehen kann. Also es ist ja nicht nur, dass wir 20 Tage geboten bekommen haben, sondern ich glaube 2 Jahre Programm oder so gefühlt. Das ist für mich ganz wundervoll. Also ich habe mich auch persönlich einfach so weiterentwickelt in dieser Zeit. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar und freue mich darüber, dass es so ist. Und ich höre jetzt lieber auf zu reden, bevor ich jetzt hier den Rahmen sprenge. Also ich bin auf jeden Fall happy und ich bin dankbar, auch im Kurs überhaupt dich kennengelernt haben zu dürfen, Ralf. Einfach nochmal also was ganz Neues für mich. Ach doch, eine Sache muss ich noch sagen. Ich finde die Art, wie du es vermittelst, also sehr einzigartig, so vernetzt miteinander. Ich dachte zwischendrin, was bringt mir das jetzt? Und dann irgendwann kam das zweite Puzzleteil und dann hat es richtig Krach gemacht und es hat sich so leicht integriert in mir. Also das war mir ein Fest. Vielen Dank. Dankeschön. Ich find das super, wirklich total inspirierend, also so viele fähige Leute auch zusammen zu haben. Und da auch, also danke an dich, Ralf, also dass du diesen Überblick und diese Aufsicht, also nicht nur über die ganzen Themen, diese ganzen Verbindungen machst, sondern auch diese ganze Struktur, wie dieser Zoom-Kurs aufgebaut ist, dass man sich das dann auch nochmal runterladen kann, dass man sich das, also wie es auch aufgebaut ist mit den Gruppen und so. Die Assistenten haben das alles super gemacht, also das Team funktioniert total gut, was es sehr angenehm gemacht hat. Und
Ich hätte es nicht gedacht, dass so ein Kurs aus der Ferne halt so gut laufen kann. Ja, ich wäre eigentlich nicht so unbedingt auf die Idee gekommen, das zu machen. Aber ich bin total froh jetzt, dass es genauso war, auch auf Zoom. Und dass ich hier sein konnte und das alles miterleben konnte. Total klasse. Also durch die ganzen Positionen und Rollen, die man durchgegangen ist, super. Und mein Highlight war das Storycode und die Heldenreise. Das zu verbinden mit den Logical Levels und Spiral Dynamics, was ich ja heute noch ein bisschen kennengelernt habe. Also ich finde es schön, das Ganze zu verbinden und die Struktur dahinter zu sehen. Das werde ich auch mitnehmen in die Kunst. Und natürlich, ja. Und da das weiterentwickeln, finde ich. Das finde ich Wahnsinn. Hammer. Sehr gut. Und ich werde auch bestimmt ein Teil von irgendeiner Übungsgruppe sein und da weiterhin irgendwie dabei sein, weil ich das eine wahnsinnige Ressource finde, die ganzen Leute, die hier sind. Vielen Dank dafür. Mein Neu und Gut über den ganzen Kurs ist, dass ich einfach total beeindruckt bin, wie gut das online funktioniert hat und wie viel Spaß das gemacht hat und wie gut man sich kennengelernt hat. Und an dich, Ralf, ich fand es ganz toll, weil ich ja auch schon so viel kenne von dir und deinen Übungen und deinen Kursen, wie du die Übungen auf online angepasst hast und auch neue Übungen extra für online designt hast und auch wie unglaublich gut die Demos, viele dieser Demos waren auch am Ende noch die, wo du Coaching-Demos gemacht hast mit zwei Leuten. Das fand ich wirklich genial und vielen lieben Dank an dich und an alle anderen natürlich auch. Ich habe mir lange Zeit überlegt, ob ich den Coach machen möchte. Ich bin heilfroh, dass ich den Coach bei Ralf und seinen vielen Assistenten gemacht habe, weil Ralf und ihr alle habt mir gezeigt, dass Coaching echt Spaß macht, weil davor war Coaching irgendwie Arbeit. Ja, für mich war das jetzt eine große Reise, weil ich habe mich vor einiger Zeit in meinen neuen Bereich getraut, und zwar den Erkenntnisbereich. Ich komme ja vom Handlungsbereich in den Beziehungsbereich und dem fühle ich mich jetzt schon ganz wohl, die Entwicklung. Und ich wusste, jetzt muss ein neuer Schritt kommen. Und ich wusste noch nicht so genau, was da auf mich zukommt, aber es ist unfassbar. Ja, da liegt ja so viel Neues für mich, das zu verarbeiten. Da bin ich so ein bisschen an diesen Drachen gekommen, den ich ja gesucht habe und jetzt weiß ich auch, wo er liegt. Aber schön ist, dass du mir jetzt in dieser Zeit auch gezeigt hast mit allem, was ich gelernt habe, wie ich mit meinem Drachen umgehen darf und dass er auch gerne dabei sein darf, wenn ich jetzt im Erkenntnisbereich mich ganz groß weiterentwickle, weil das ist jetzt so mein größter Wunsch, weil mir das in meinem Leben immer gefehlt hat. Und ja, das ist jetzt auch großartig für mich, weil ich möchte ja gern als Kinder- und Jugendcoach starten. Und da hat mir natürlich jetzt in erster Linie das Rahmenmodell super geholfen, weil das ist jetzt für mich wie das, ja, das Gerüst zu dem Haus, was ich hier bauen möchte, mit mir als starkem Fundament. Und aber eben durch das, dass ich weiter wachsen möchte, werde ich natürlich meinen Practitioner nach wie vor besuchen und auch den Master noch machen und all das mitnehmen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir uns noch länger sehen werden. Und ja, auch ich möchte mich bedanken, weil du bist wirklich ein großartiger Trainer und hast extrem viel Wissen. Das ist natürlich für mich als Handlungstyp, wow. Ich danke dir und ich danke euch allen, weil es hat mir auch mit euch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass wir uns irgendwo alle vielleicht wiedersehen. Und Ralf, also ein Riesenkompliment, wie du diesen Kurs hier gebaut hast. Das ist echt der Hammer gewesen. Und ich bin total erfüllt davon, dass ich so viele Modelle habe, die ich jetzt sozusagen übereinanderlegen kann und darin mich bewegen kann. Und also ich bin ja ein Mensch, der immer auch immer Struktur irgendwo. Und das fand ich also unheimlich toll, dass das jetzt mir gegeben wurde. Ich habe ja irgendwann mal NLP angefangen, weil ich coachen wollte. Und habe deswegen gesagt, nee, ich mache erst den Practitioner und dann gehe ich nochmal in so eine Coach-Ausbildung. Und das war genau die richtige Entscheidung. Also dadurch hatte ich sozusagen nochmal so ein bisschen den Background auch, wenn dann diese Dinge kamen aus dem NLP, aber dass sie eben noch angereichert wurden durch die Psychografie und Storytelling. Also ich fühle mich hier als Held auf meiner Reise.
tatsächlich und bin auch total beseelt. Und dass ich dann auch noch so eine nette Begleitung hatte durch euch alle, das setzte den Ganzen noch die Krone auf. Also nicht nur durch dich, Ralf, und durch die Assistenten, sondern durch den gesamten Kurs. Und ich bin immer noch wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr mir da auch noch so unterstützend zur Seite gestanden habt, weil ich habe ja noch nebenbei so ein bisschen Schule gemacht. Ich kann nur ganz, ganz doll Danke sagen und freue mich darauf, dass wir uns alle wiedersehen und dass wir uns einfach alle gemeinsam weiter auf diesen Weg bewegen. Also für mich war schon das erste Highlight, dass ich überhaupt dabei sein konnte, weil Ralf, ich hatte also dich schon oft auf Webinaren gesehen und habe diese Webinare hier die letzten Jahre immer ganz intensiv verfolgt und auch mich mit Psychografie intensiv beschäftigt. Und der Wunsch war immer, oh, eines Tages würde ich so gern mal diesen Coaching-Kurs machen. Das hat aber nie zeitlich bei mir hingehauen. Und daher war jetzt, was vielleicht für euch nicht so schön war, dass ihr euch nicht in der Jablonski-Straße treffen konntet. Das war für mich jetzt das große Glück, dass ich überhaupt dabei sein konnte. Und dafür bin ich wirklich richtig, richtig dankbar. Das hat sich gelohnt. Das war wunderschön. Ich kam auch mit persönlichen Dingen, die ich so ein bisschen parallel bearbeitet habe. Einiges habe ich dann auch ganz bewusst bearbeitet. Hat sich gelöst und merkwürdigerweise einige Sachen, die haben sich gelöst, ohne dass ich richtig sagen könnte, warum. Aber vielleicht ist das auch das Wunder des Coaching, das dazu gehört oder die nette Atmosphäre bei euch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls mein Dank auch ganz, ganz doll an dich, an alle Assistenten, an alle anderen. Ich habe den Kurs sehr, sehr genossen. Für mich hat es auf jeden Fall den Puzzle zusammengemacht. So das, nach allen Ausbildungen war das sehr praktisch. Wir haben viel, viel geübt. Es war super bereichernd, um das ganze Wissen, was davor schon gesammelt wurde, irgendwie noch besser zu sortieren. Vor allem jeder Kurs war gleich, aber anders, weil Thema ist eigentlich die gleiche, aber trotzdem bietest du da eine andere Facette. Und ich fand das so super, eben auf das Thema bezogen, auf Coaching. Und es lief ja Trainer parallel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Coaching online fiel mir etwas leichter als Trainer. Deswegen finde ich das so gut, dass es hier so funktioniert hat für alle und dass es so nett war. Und ich finde es auch toll, dass man immer wieder die Leute dann in der nächsten Runde sieht. Jetzt habe ich ja eigentlich schon alle, bin aber auf jeden Fall Wiederholungstäter und laufe nochmal, weil es wird einem bewusst, wie wertvoll das ist, nochmal tiefer zu sehen, mit anderen, mit vorhandenem Wissen quasi auf das Gleiche nochmal zu blicken. Vielen, vielen Dank für eine tolle Zeit und ein Riesendankeschön auch an Assistenten und die ganze Gruppe. Was war mein persönliches Highlight? Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue auszusprechen, aber ganz ehrlich, das mein absolutes Highlight war, glaube ich, gestern dieser Prüfungstag. Also ich finde, der war irgendwie, das war wirklich nochmal so ein Abschlussfeuerwerk. Das war irgendwie wie der 31.12. wie Silvester, wo man wirklich dann um 0 Uhr die ganzen Raketen zündet, wo ich wirklich bei allen gesehen habe, wie sie lange mal auf ihr Level einfach nochmal 10% draufgeschlagen haben und auch wie super toll das alles funktioniert hat. Der Zeitplan hat gestimmt, die Leute haben wirklich ihr Bestes gegeben und ich finde, das war für mich am prickelsten irgendwie. Das war wirklich das absolute Abschlussfeuerwerk. Mega geil. Und was auch nochmal ist, also wenn nach dieser Coaching-Ausbildung nochmal irgendjemand sagen würde, ich tue mich damit schwer, irgendwas Neues zu lernen, dann würde ich sagen, ich glaub's dir nicht. Weil wenn ich mir überlege, dass die Leute wirklich also fast bei null angefangen haben und jetzt sind sie nahe 100%, ein Tick in Anführungsstrichen, ja, aber auf jeden Fall ganz massiv weiter vorne als vorher. Da muss ich sagen, Leute können wirklich was lernen. Wenn man wirklich einen super tollen Trainer hat wie dich, Ralf, dann können die Leute einfach super viel lernen. Einfach, das ist mir wirklich nochmal aufgefallen. Ganz, ganz großes Kino.